Herzlich willkommen zu einer 355 zum Riedstein DLC Review. Das DLC ist in der Videobeschreibung verlinkt und kostet zurzeit auf Steam 19,95 €. Ja, das ganze DLC ist gestern am 1.12.2022 erschienen. Wir werden das ganze Review hier wie ein normales Map Review ablaufen lassen. Ich habe übrigens alles gekauft und beschneien lassen, präparieren etc. Zudem gibt es auch zwei Riedstein-Versionen, einmal die normale Version und die Geldsheet. Ich habe die Geldsheet gewählt, dass ich alles kaufen, beschneien und präparieren lassen kann. Es gibt auch noch zwei neue Szenarien, wo man auch das Beschicken und Umkuppeln der Mittelstation üben kann. Und ja, am Anfang gibt es noch ein Tutorial, das ich aber jetzt nicht gespielt habe. Ladezeit ist mir aufgefallen, dass es wirklich sehr schnell lädt, sofern man keine anderen Mods installiert hat oder ausgewählt hat. Ich hätte gesagt, wir gehen hier gleich in den Kameramodus. Man startet hier an diesem Haus hier. Ich habe mir die Map übrigens selber noch nicht angeschaut. Das ist anscheinend ein neues Haus hier. Hier hat man dann direkt ein Auto und dann geht es hier oben rauf zu einem Dorf. Schaut mal aus, ob das auch ein neues Painting wäre vielleicht hier. Kann mich auch irren, dass ich auch, das ist auch ein neues Objekt, wie man sieht hier. Es gibt einige neue Objekte und drei neue Seilbahnen, glaube ich. Ja, dann hat man hier ein großes Hotel. Ja, hier ein paar Häuser. Eigentlich sind das die Standardhäuser, die hier stehen. Bis auf bei dem bin ich mir nicht sicher. Das ist eine Hütte hier. In dem Zusammenhang können wir gleich direkt einen Blick auf den Pistenplan werfen. Wie man sieht, wir haben hier einen detailgetreueren Pistenplan wie bei Hallstein. Wir haben insgesamt 16 Pisten und eine Kinderlandpiste, wie man sieht, und insgesamt 5 Seilbahnen. Einmal die Riedkopfbahn 1, Riedkopfbahn 2, Wildeckbahn, Rosenalmlift und Kesselbodenlift. Hütten hätten wir das Riedkopfhaus, Riederhof, Hütte Schönblick, Bobs Grillhütte, Rossalm und das Waldhotel Oberriedstein. Das befindet sich offensichtlich gleich hier oben. Hier zwischendurch auch eine neue Bushaltestelle hier, die es vorhin auch nicht gegeben. Und zwischendurch wird man mal so neue Objekte und alles Mögliche sehen. Ja, aber sehr schön ausgestaltet hier, gefällt mir gut. Dann fliegen wir die ganze Straße wieder nach unten. Minimap hatte ich vergessen. Minimap sieht so aus. Wir haben hier ein paar Schneekanonen. Ansonsten sehr schöne Minimap. Dann fliegen wir hier weiter runter. Man sieht hier auch ein neues Haus. Garagen kann man leider nicht öffnen. Wäre auch zu gut gewesen, dass man die öffnen könnte. Gefällt mir gut. Das ist so ein modernes Chalet oder sowas ähnliches. Ja, dann geht es hier weiter runter. Ich glaube, hier zum 10 Uhr ist es angenehmer, das Ganze hier jetzt so zu sehen. Wie man sieht, hier unten ein Kreisverkehr. Es kommen immer da Missionen. Hier ein neues Tunnelportal, sehr schön. Eine Wintersat-Simulator 2 Riedstein DLC Flagge gibt es hier. Hier gibt es schon die neue Mittelstationbahn. Die schauen wir uns gleich an. Zuerst begutachten wir zuerst noch das ganze Dorf hier hinten. Wie man sieht, hier stehen auch nochmal zwei Häuser, sind aber, oder drei besser gesagt, sind aber auch noch alte Häuser. Dann geht hier eine Straße nach oben. Hier über die Piste drüber, die wir uns dann gleich weiter anschauen. Am schönsten, sehr schöne Atmosphäre hier. Hier in der Mitte noch ein Speicherteich und hier unten dann schon der Parkplatz zur neuen Bahn. Hier haben wir jetzt so einen abgestuften Parkplatz, das habe ich auch noch nicht gesehen, ist auch eine schöne Idee. Ja, hier ansonsten ein sehr schöner abgestufter Parkplatz. Hier gibt es anscheinend noch solche kleinen Infoständchen, das ist auch gut. Ja, dann hätten wir hier auch noch einen Parkplatz. Hier die Garage, die ist gleich. Hier haben wir den Pistenplan hier in Größe an. Hier sehen wir jetzt die Berge auch. Hier ist der hohe Kess, Rosskogel, Riedkopf und Schattenkogel. Ja, wir befinden uns jetzt hier unten und haben das ganze Gebiet noch vor uns. Dann hätten wir hier unten jetzt auch schon die erste Bahn. Und zwar ist das die Riedkopfbahn 1. Das ist jetzt die neue UniG. Hier zuvor noch das Restaurant. Das dürfte der Riederhof hier sein. Hier hinten auch noch hier die Pistenbullgarage, wie gesagt. Und hier Tankstelle und eine Schneekanone. Ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns hier das Ganze im Detail an. Hier hinten haben wir ein Skilager. Da schauen wir uns aber gleich an. Ich hätte gesagt, wir schauen uns die Bahn sogar in Person an. Das Video könnte übrigens ein bisschen länger werden. Ja, hier die neuen Achterkabinen. Kann man hier reingehen, kann man irgendwie Fenster öffnen. Hier gibt es keine. Hinsetzen kann man sich auf jeden Fall. Und vielleicht die Sitzbank auch irgendwie klappen. Das leider auch nicht, wie ich hier sehe. Ansonsten haben wir auf dieser Seite auch nochmal
Ja, hier der Kaufpunkt anscheinend. Hier ein paar Büroräume, ja. Hier der andere Kommandoraum hier. Das dürfte hier die ganz normale DLC-Steuerung sein, soweit ich das weiß. Hier auf jeden Fall haben wir das Licht. Neue Schaltschränke. Ich glaube, das hat vorher nicht gegeben. Korrigiert mich gerne, wenn das nicht so sein soll. Und auf der anderen Seite das Ganze nochmal. Den Kasten kann man nicht öffnen, aber den hier. Hier unten noch ein bisschen Müll. Airborne Modding approved, okay. Anscheinend haben die irgendwie ein bisschen mitgearbeitet. Noch die Stationstechnikern. Dazu gehen wir hier nach oben, öffnen die schöne Wartungsklappe hier. Hier nochmal das Tor öffnen und dann ist man schon hier oben drinnen. Hier kann man hier irgendwelche Fenster öffnen, leider nicht. In der Realität geht das ja her, aber ist ein bisschen schade. Hier die Sachen kann man leider auch nicht öffnen. Hier bei den Griffen, das finde ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir jetzt irgendwie schon gewünscht. Hier unten haben wir anscheinend nicht den Motor, der ist anscheinend oben. Wie bin ich jetzt hier drüber gekommen? Also wieder. Hier haben wir dann die Abspannung und ansonsten gibt es hier oben wirklich nichts Interessantes zu sehen. Wenn man da, wie gesagt, nichts aufmachen kann. Hier oben gibt es auch keinen Dachausstieg. Licht hätten wir hier oben noch. Machen hier wieder zu und dann. Aber ja, fliegen wir die Bahn jetzt nach oben ab. Aber zuerst schalten wir den. Es nervt einfach ein bisschen, wenn das Ganze hier an ist und das Ganze so laut ist. Hier, die Bahn führt hier über das ganze Tal hier drüber. Hier unten ist so ein kleines Flussbett, Lawinenbett oder wie man das auch immer nennen soll, wo dann, wenn es mehr regnet, das Wasser runterkommt. Und hier sieht man jetzt nochmal zwei neue Flaggen, also nochmal die Rittstein-DLC-Flagge und die Complete Edition. Hier ein neues Kinderland mit neuen Objekten hier. Hier leider kein Förderband oder ähnliches verbaut. Ja, dann hätten wir hier jetzt die Mittelstation. Bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, was jetzt alles zur Mittelstation dazugehört, aber die Mauer, ja, die Mauer dürfte hier auch noch dazugehören. Und hier unten hier haben wir nochmal ein Info. Hier in der Mitte noch einen großen Tank und dann hier die neue Garage, die mit dem verbunden ist hier. Hier haben wir ein 600W, ja, keinen W hier drinnen stehen, nur einen normalen 600er. Hier oben die Stationsgebäude dürften eigentlich ganz normal aussehen. Der Bahnhof ist ja an der Mittelstation angebracht. Hinten haben wir noch einen neuen Unterstand mit zwei Schneekanonen. Dann kann man auch runterfahren und hier dürfte jetzt auch die Straße von eben vorhin raufkommen, die wir uns gerade schon angesehen hatten. Ja, ansonsten hier der Bahnhof. Haben wir hier einen Schleifenbahnhof, ja, wie ich das sehen kann hier. Die fahren hier auf die zweite Sektion hier raus, hier über die Schiene hier drüber. Und auf die erste Sektion fahren die hier über das Überdachte hier raus. Hier oben jetzt der Motor und hier jetzt ein Notantrieb. Das dürfte der vom Airborne Modding Team sein. Den haben die anscheinend hier übernommen, kann man aber anscheinend, wie ich sehe, nicht bedienen. Ja, hier kann man noch die Bahnsteige absenken, dass dann die Gondeln hier durchfahren oder so könnte man jetzt zwei Sektionen einzeln betreiben. Hätte ich gesagt, fliegen wir jetzt die Sektion 2 nochmal nach oben. Hier in der Mitte auch nochmal so ein kleines Tal. Hier neben rechts Lawinenverbauungen. Hier geht es über ein weites Spannfeld drüber. Und dann sind wir auch hier oben am höchsten Punkt angelangt. Hier oben die Stationsgebäude dürften auch ziemlich gleich aussehen und das tun sie auch. Jetzt hier oben, glaube ich, der höchste Punkt vom Skigebiet dürfte so sein, weil das andere ist alles niedriger. Hier oben kann man jetzt noch eine Wanderung rauf machen zum Gipfelkreuz. Hier oben eine schöne Aussicht über ganz Rittstein. Wie gesagt, schauen wir uns gleich die ersten Pisten an, und zwar die Nummer 2 und die Nummer 1. Hier oben befindet sich aber noch ein Restaurant, und zwar ist das das Riedkopfhaus, das sich hier oben am Gipfel befindet. Hier auch belieferbar, hier zwischendurch auch Felsen verarbeitet, wie man hier sieht. Und ja, dann geht es hier runter. Hier ist die 1A in Schwarz und hier ist die 1 in Rot. Wie man sieht, das Ganze läuft eigentlich zusammen wieder hier unten. Dabei die hier auch schon ziemlich steil ist. Die in Rot hier das Ganze. Die 1A führt dann hier unten runter. Hier in der Mitte noch ein paar kleine Bäume. Hier ein Wasserreservoir. Hier anscheinend nochmal ein kleiner Unterstand. Hier geht es dann über die Straße drüber, wie vorhin gesagt. Und hier die Piste 1, jetzt hier unten um einen Rechtsdreher, dann einen Linksdreher und dann ist man auch hier unten angelangt bei der Riedkopfbahn Sektion 1. Weiter geht's dann hier oben wieder mit der Piste 2 in Blau. Hier, wie gesagt, das Restaurant
von vorhin. Dann hätten wir hier die Nummer 3 und weiter aus die 2. Wir schauen uns zuerst die 2 an. Hier runter ist die 4 und dann jetzt hier die 2. Wir gehen jetzt in chronologischer Form durch das Ganze hier oben. Sehr wilde Lawinenverbauung. Hier auch ein neuer Zaun, glaube ich nicht ist da. Ich glaube, den hat es schon gegeben. Ich benutze den so selten, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz. Hier hätten wir jetzt auch schon eine der nächsten Bahnen, die wir uns aber demnächst anschauen. Und zwar ist das die Rossalm Lift. Ist das der Rossalm Lift? Die Nummer 2 geht hier noch immer nach unten und dann ist man hier unten wieder bei der Sektion 2 bzw. 1 angekommen. Hier ist so ein bisschen zentraler Punkt, hier Kinderland, hier nochmal 2, 3 Häuser. Ansonsten hier so ein zentraler Punkt, wo man eigentlich überall hinkommt. Dann schauen wir uns zuerst noch die Piste 3 von oben an. Das dürfte die hier sein, die hier außenrum und hier wieder nach unten hingeht. Und das hier dürfte die 4 sein, die sich aufteilt in 4 und 5. Die 5 ist hier schwarz und die 4 ist hier in rot. Laufen wieder beide gemeinsam auf die 4 zusammen. Und wieder auch hier nach unten. Und zwar schauen wir uns jetzt den Rossalmlift an. Das dürfte der normale 4CLF vom normalen WRS sein. Hier nochmal ein Unterstand. Also hier oben nochmal 2 Häuser und die Bahn führt jetzt hier oben rauf. Hier neben haben wir gleich ein Restaurant, das wir uns gleich anschauen. Und zwar ist das ein neues Objekt hier. Hier sehr schön ein bisschen so auf Hochalmhaus hier angelehnt, hätte ich das jetzt mal genannt. Hier auch neue Zaunarten, wie man hier sieht. Hier auch der Belieferungspunkt hier und wieder der neue Unterstand. Und zwar ist das die Rossalm hier. Ja, die ist sehr schön, gefällt mir gut. Hier beim Rossalmlift haben wir jetzt hier von unten kommen, die von oben kommen, glaube ich, die Piste 8 oder sowas. Hier hätten wir jetzt die 9 und hier jetzt die 8 weiter. Die 9 führt jetzt hier außen herum. Hier haben wir nochmal einen kleinen Rastplatz. Hier vorne nochmal Sonnen liegen. Ja, die 9a ist das hier, gefällt mir sehr gut, weil das ist hier auch so ein Fun-Gebiet hier. Also hier gibt es die Hände, wo man hier so abklatschen kann. Einige werden das vielleicht kennen von euch. Und dann ist man auch wieder hier unten angelangt. Hier neben kommt es die normale 9 runter. Wenn euch nicht alles täuscht, ja, habe ich recht. Und von hier oben kommt dann, wie gesagt, die 8 hier unten auch wieder zusammen raus. Dann hätte ich gesagt, wenn wir hier nicht weiter rauf können, fliegen wir jetzt ein kurzes Stück die Talerpfad, die Nummer 6 trägt, runter. Und zwar zu dieser Bahn, aber wenn wir gleich dabei sind, fliegen wir gleich nach unten. Hier nochmal so ein kleines Trafohäuschen oder sowas und vielleicht auch eine Pumpstation. Talabfahrt Nummer 6 schaut so aus. Und hier hätten wir jetzt die Nummer C, Allesbahn. Und zwar ist das Wilde Eckbahn. Anscheinend kann man das Ganze jetzt hier auch einfärben, da die hier rot ist. Dürfte ein 8er Sessel sein. Ist sogar ein 6er. Okay, mit gelbe Hauben. Sehr schön. Vielleicht ist auch eine neue Bahn, weil ein neues Kommandohäuschen dabei ist. Wie gesagt, hier auch die normale Steuerung. Ja, die Bahn führt über die Talabfahrt drüber. Schaut hier mehr neu aus, als die Bahn ist, weil hier noch die Baumstümpfe stehen. Wahrscheinlich wurde die erst neu errichtet. Hier über einen Speicherteich drüber. Und dann hier nach oben und dann ist die Talbergstation auch schon im Blick. Das ist so ein Leinrot oder sowas, in der die eingefärbt ist. Und ja, hier dann der Ausstieg. Und sind wir auch bei der Piste 10. Hier haben wir eine kurze Information. Die 10 geht weiter, die 11 in schwarz geht hier nach links. Hier links ist jetzt die 11 in schwarz runter. Führt jetzt eigentlich hier auch wieder zur Talabfahrt oder beziehungsweise zum zentralen Punkt im ganzen Skigebiet. Dann hätten wir hier oben nur mehr eine Auswahl zu fahren und zwar ist das die, ja, die Nummer 10 ist das. Die führt hier oben am Grat entlang, sehr schöne Aussicht, links und rechts nach unten und die ist hier eher mehr flach. Hier geht jetzt noch die Piste 12 nach unten in rot, die führt jetzt auch hier wieder zurück zur Talerpfad hier, kreuzt aber zuerst noch mit der Piste 10, die was hier hinführt. Piste 10, die hatten wir gerade. Dann wird die vermutlich hier außenrum runterführen. Ja, die führt hier außenrum runter. Hier hätten wir noch ein Restaurant. Und zwar wäre das das Hütte Schönblick ist das hier. Ja, hier hat man wirklich einen schönen Blick nach unten aus das ganze Riedsteindorf. Hier, die Piste hatten wir gerade. Dann fliegen wir wieder eine Runde nach oben. Hier außen auch noch ein Haus stehen. Und dann biegen wir jetzt hier rechts mit der Piste 13 in Rot nach unten ab. Die geht jetzt hier nach unten. Hier, wie gesagt, die äußerste Piste
führt jetzt hier nach unten hier ein bisschen leereres Tal hier. Und dann hätte man hier auch Bobs Grillhütte hier. Ja, wie gesagt, hier nochmal ein Restaurant, hier nochmal der neue Unterstand. Ein Lagerfeuer, das auch mir neu erscheint. Und dann hätten wir jetzt hier auch die neue Bahn. Und zwar ist das die Nummer E. Und zwar ist das der Kesselbodenlift. Den hat es, glaube ich, schon in Alpine gegeben. Den haben sie jetzt rüber exportiert oder sowas. Jetzt eine bisschen andere Steuerung. Mit einem großen Gefahrausknopf, aber hinten die Steuerung gleich. Hier nochmal Lichtschalter für alles. Und hier jetzt eine der größten Unterstände, die ich jetzt gesehen hätte hier. Hier drin auch Kanister gelagert, alles mögliche Lager. Hier kann auch ein Pistenbully drin stehen. Hier außen kann auch nochmal ein Pistenbully drin stehen. Hier hinten Kesselbodenlift noch stehen. Und dann hätte man hier die ganze Bahn hier. Hier haben wir noch Danger High Voltage. Hier nochmal die Abspannung. Hydraulische jetzt hier geregelt, dass, wie gesagt, hier ein Dreier-Sessellift, Platz für eine dreistellige Zahl, ist auch wichtig. Hier hinten noch ein Wartungsgestell, Wartungspodest, das man auch jetzt mal runterklappen kann. Hier könnte man auch nach oben klettern und das Ganze hier von oben begutachten. Ja, auf jeden Fall führt die Bahn dann hier hoch. Hier über die Piste drüber, relativ lange Bahn, lange Fahrzeit, wie man hier sieht. Hier eine schöne Doppelstütze hier oben drüber. Und dann hier noch ein paar weitere Stützen und dann ist man ja auch schon bei der Bergstation angelangt. Ja, hier hätte man jetzt noch hier Ersatzbügel, die gehen anscheinend öfters kaputt. Hier oben das andere Wartungspodest hier. Hier unten hat man noch was gelagert, hier noch eine Steuerstelle, Geschwindigkeit halt Gefahr aus. Ja, dann hätten wir hier die Seilscheibe. In der Mitte das blaue, keine Ahnung für was das ist. Kommt man zum Motor auch irgendwie? Ja, hier, aber hier oben ist einfach nur schwarz nach oben. Das ist ein bisschen schade, das hätte man vielleicht schon noch modellieren können, das Ganze. Aber ja, was soll man sagen? Kommandohaus mit zwei Türen, auch interessant. Ja, ansonsten hier unten, hier oben die gleiche Steuerung wie unten. Jetzt hätten wir hier die Piste 14. 16 und die Nummer 15. Schauen wir uns zuerst die 14 an. Das ist eine rote Piste hier oben entlang. Hier unten haben wir auch einen schönen Überblick über das Ganze. Die 14 führt hier unten drunter durch, hier zusammen und hier wieder auseinander. Hier haben wir dann nochmal die 14 und die 15. Die teilen sich dann nochmal hier auf. Links und rechts nach unten führt aber auch wieder zum Kesselbodenlift. Die 15 muss ich, glaube ich, nicht nochmal geteilt zeigen, die führt hier nach unten. Und dann hätten wir hier als letzte Piste die Nummer 16, die hier außen herum führt. Und hier, wie gesagt, bei dieser Bahn von oben runterkommt. Ja, ansonsten, glaube ich, hätte ich alles gezeigt, was es auf der Map gibt. Wir schauen uns jetzt das Ganze noch hier an, wie das Painting aussieht. Ja, das ganze Painting sieht so aus, eher mehr trist, eher mehr grau. Nicht wirklich was Grünes hier, aber ja, es ist ja auch eine Winterversion. Eine Sommerversion gibt es leider nicht. Und im Winter ist es krass. Eher mehr braun als wie grün. Ja, ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden. Schreibt eure Meinung gern zum Video und natürlich zum Ridgestand DLC in die Kommentare und ob ihr das ganze DLC schon gekauft habt oder es vorhabt zu kaufen. Und ansonsten, das DLC ist verlinkt in der Videobeschreibung und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und damit ciao, Leute. Und